Hallo zusammen, ich heiße Ling Leiter und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Heute schauen wir uns Present Perfect Progressive, bekannt auch als Present Perfect Continuous, an. Hier haben wir einen Beispielsatz. I have been eating for 1 hour. Um Present Perfect Progressive zu bilden, brauchen wir ein Subjekt, also die Person, die in dem Satz etwas tut. Dann das Hilfsverb have oder has. Bei he, she, it benutzen wir has, bei allen anderen Personen have. Dann brauchen wir das Hilfsverb been. Dann das eigentliche Verb, in dem Fall eat. Und an dem Verb hängen wir ein ing. Wir benutzen Present Perfect Progressive, um eine Handlung zu beschreiben, die in der Vergangenheit angefangen hat und immer noch andauert. I have been eating for 1 hour heißt so viel wie ich esse seit einer Stunde. Das bedeutet also, ich habe vor einer Stunde angefangen zu essen und ich esse immer noch. Falls wir uns unsicher sind, ob wir Present Perfect Progressive oder eine andere Zeitform brauchen, dann helfen uns die Signalwörter weiter. Wenn wir diese Wörter sehen, dann brauchen wir meistens Present Perfect Progressive. Die Signalwörter sind eigentlich nur for und since. For und since können in Ausnahmefällen auch einfach nur bei Present Perfect benutzt werden. For und since heißen beides seit. Hier haben wir I have been eating for 1 hour. Ich esse seit einer Stunde. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen for und since und das schauen wir uns mal gerade an. For benutzen wir, wenn wir einen Zeitraum beschreiben. Man kann zum Beispiel sagen, for 3 years, for 2 hours, for 1 day, for 6 months. Wenn wir einen Zeitpunkt beschreiben wollen, dann können wir nicht for benutzen, sondern müssen since verwenden. Zum Beispiel since 1999, since 2 o'clock, since yesterday, since the 2nd of March. Die Erklärung mit dem Zeitraum und Zeitpunkt habt ihr vielleicht schon mal in der Schule gehört. Für viele Leute ist das ziemlich unklar, was genau das bedeutet. Wer sich unter Zeitraum und Zeitpunkt wenig vorstellen kann, für euch habe ich noch einen Tipp. Kennt ihr vielleicht noch das Wort ago? Ago heißt so viel wie vor oder zuvor. Wenn wir eine Zeitangabe haben, wo wir rein theoretisch gesehen ein ago dahinter setzen können, dann ist es immer vor. 3 years ago, 3 Jahre zuvor. Sowas kann man sagen. 2 hours ago, kann man auch sagen. 1 day ago, das geht auch. 6 months ago, geht auch. 1999, ago geht nicht. Wenn wir also eine Zeitangabe haben, bei dem es wirklich sehr unpassend wäre, ein ago dahinter zu setzen, dann ist es since. Wenn man ein ago dahinter setzen kann, dann ist es for. Was aber natürlich nicht heißt, dass Sie dieses ago wirklich schriftlich dahinter setzen soll. Das ist jetzt nur eine kleine Hilfestellung für euch. Jetzt schauen wir uns noch die Verneinung an. Wenn wir den Satz verneinen wollen, dann müssen wir einfach nur ein not einbauen. I have been eating for 1 hour wird zu I have not
being eating for 1 hour. Jetzt schauen wir uns noch die Fragestellung an. Wenn wir daraus eine Frage bilden wollen, dann müssen wir einfach nur das Subjekt und das Hilfsverb have einmal vertauschen. Have I been eating for 1 hour? Und das wär's dann auch. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Vielen Dank für das Ansehen. Klicke, like, share und bis zum nächsten Mal. Tschüss!